Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Ark. Weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Labor. So, wir sind auf dem Weg zur Ölraffinerie und holen uns da nochmal, gucken nochmal, was wir da an Öl haben. Wenn da nichts Vernünftiges ist, dann werde ich auf jeden Fall gleich zusehen, dass... Und da. Schweine oder so? Das sind Wildschweine. Ah ja, leck mich. Ja, wenn das einfach nicht genug ist, was wir an Öl bekommen, dann gehe ich einfach bei und hole mir den Taucheranzug. So, das habe ich letzte Folge gesagt. Weil wir haben zurzeit ein sehr, sehr... sehr, sehr hohen Ölverbrauch. Ja, wir haben 60 Öl, Donnerwetter. Das hat sich wahnsinnig rentiert. Ich sehe auch sonst hier keine Ölquellen, wo ich vielleicht noch so ein Teil hinsetzen könnte. Weil jetzt ohne Scheiß, ich will ja nicht quer durch die Map fliegen, um Öl zu fördern. Also wir haben jetzt hier vorne eine Ölplattform. Wenn jetzt hier natürlich immer nur eine wäre, dann würde ich sagen, okay, komm, wir setzen dann hier noch eine hin. Aber ich habe noch nie eine andere gesehen. Das war eigentlich mal ein Zufall, dass ich die gefunden hatte. Ich weiß, ich könnte mir jetzt Google aufmachen, das suchen. Bitte, ja, das kann ja jeder. Das macht ja keinen Spaß. Ich muss gleich auf jeden Fall erstmal richtig mich Ausdauer generieren, dass wir bis nach Hause fliegen können mit einem Schritt. Das werden wir jetzt mal machen. Wenn mich hier nichts angreifen sollte. Ja. Hier ist auf jeden Fall ganz schön der Bär los. Was ist das denn da unten? Hängen die fest? Ja, hier ist echt der Bär los, ne? Das hier ist wirklich so eine Ecke, da wird einfach keine Rücksicht auf Verluste. Hier wird einfach alles getötet, ne? Von den Fleischfressern. Also das ist wirklich, ja. Gut, dann würde ich sagen, dann kümmere ich mich da jetzt, wenn wir gleich zurück sind, darum, dass wir eine Taucherausrüstung kriegen, dass ich da unten das ganze Öl abschlagen kann, weil das geht eigentlich ziemlich schnell. Nur ohne Taucherausrüstung ist es echt beschissen. Das habe ich immer auf meinem Monitor. Alter, das ist ja schon widerlich. So. Also Taucheranzug ist eigentlich sehr wichtig. Normalerweise wollte ich heute mit Jan nochmal gucken, ob wir nochmal einen LKW finden. Aber wenn wir den nicht finden, also ein Quetzel für euch, weil ich habe ihn ja umgebracht. Nein, das war ich nicht. Ja. Danach muss ich nochmal gucken. Aber dann kümmere ich mich gleich, wenn es soweit ist. So. Inventar öffnen. Das da mal rein. So. Hallo? Bin was doof. Rein, danke. Dann kann das schon mal da ein bisschen sich verarbeiten. Ich muss mal ganz kurz am Fabrikator gehen. Öffnen. So, Taucherausrüstung. Was brauchen wir? Wieder ein paar Perlen. Können wir dann gleich mal holen. Ein paar Perlen, Kristalle, Leder. Lächerlich. Sorry. Alles lächerlich. Gehen wir mal ganz kurz gucken, ob wir noch mal ein paar Perlen haben. Nein, unter Metalle haben wir sie nicht gelegt. Munition und Pulver auch nicht. Waffen, Werkzeuge, Sättel, Rüstung, Kohle. Ja, Perlen. Nein, wir haben keine weißen Perlen mehr, also gehen wir jetzt gleich mal los und holen noch ein paar weiße Perlen.
Dann nehmen wir uns mal die Hälfte wieder weg. Schmeißen die hier vorne in den Generator. Ich weiß, er wird jetzt nicht ausgehen, Leute. Das hält noch lange genug, aber drin ist es drin. Hast du Hunger? Du hast Hunger. Geh mal ganz kurz fressen, mein Freund. Nehmen wir uns hier mal ein Stack raus. Öffnen, da war gerade ein Leck. Legen wir hier mal rein und hab das so. Fliegen wir nochmal los und gucken nochmal nach Perlen. Um die Taucherausrüstung zu farmen, ist es in dem Sinne ja auch gar nicht schlecht, wenn ich die bei mir habe. Gerade weil ich immer Perlen farmen gehe, dann kann ich mir die anziehen, kann tauchen gehen, kann die ganzen Perlen da absuchen. Und den Adler irgendwo sicher hin platzieren und dann haben wir eigentlich auch unsere Ruhe. Sollte eigentlich so ganz gut funktionieren. Hoffe ich. Aber machen wir schon. Mache ich mir eigentlich gar nicht so große Gedanken drum. Könnte eigentlich schon ganz gut funktionieren. Hoffe ich. Flapp, flapp. Da hole ich mir den Flupp. Flupp, flupp, flupp. So. Hatten wir jetzt hier schon welche? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube erst ab da vorne. Was denn? Ach so, ein Delfin. Guck natürlich auch immer so ein bisschen nach diesen Krabbelfiechern, weil die haben manchmal auch Öl, Zitrin, Keratin, ne, Keratin nicht, Zitrin und Perlen und sowas bei sich. Aber meistens sehe ich die nicht. Weil die meistens, also das ist uns mit der Zeit immer aufgefallen, die tauchen meistens nur auf. Was jetzt Perlen? Oder sind das Steine? Ja, zu sehen, ne? Da spiegelt sich irgendwas, Leute. Ich kann das überhaupt gar nicht richtig definieren. Was das ist. Na klar sind das Perlen. Das hat sich so dämlich gespiegelt, dass ich echt gedacht hätte, okay. Danach müssen wir auf jeden Fall schon wieder umdrehen. Und das ist der Vorteil, wenn man jetzt wirklich einen Taucheranzug hätte. Wir haben dann einfach so viel Zeit, hier alles zu looten. Vorne haben wir auch noch einen. Aber wir müssen erstmal Sauerstoff ein bisschen tanken. So. Weil es geht echt schnell, also. Brauchen wir uns gar nicht so große Gedanken drum machen. So viel brauchen wir ja auch nicht. Ich will mir jetzt dann ja auch erstmal den Taucheranzug machen. Um weiter voranzukommen dann. Mal nur ans Ufer. Jetzt müssen wir zurück ans Ufer, weil wir sonst gleich keine Ausdauer mehr haben. Und dann können wir mal gucken, was wir schon haben. Sollte auf jeden Fall nicht so wenig sein. Ja, 183 reichen. Jetzt mal hochfliegen und gucken. Wir haben echt alle erwischt, ne? Hier vorne ist noch einer, den hole ich mir noch. Dann habe ich um die 200 Perlen. Das sollte ja wohl ausreichen, oder? Habt ihr gesehen, ich wollte einen Flachkörper machen. So. Die anderen hole ich mir dann, wenn wir den Taucheranzug haben, ne? Weil wir dann ja auch Öl farmen müssen.
Ja, weg mit dem Geduld. So. Ab nach Hause. Und dann gucke ich nämlich, dass ich ein Boot bekomme, habe ich mir überlegt. Und dass ich den Taucheranzug habe. Und dann können wir nämlich mit dem Boot hier hinten hinfahren. Und ich glaube, dass das nämlich eine ganze Ecke schneller geht, wenn man dann hier mit dem Boot das Boot zum Beispiel in der Mitte hinstellt, Taucheranzug, und dann gib ihn. Ja. Ich glaube, dass die Idee gar nicht so schlecht ist. Aber dann will ich ein Boot nehmen, was Benzin nutzt und nicht hier mit Segelgedöns da, weil das Metallboot ist nämlich schon besser. Wenn es nicht so teuer ist, dann würde ich das schon gerne machen. Das Einzige, wo man aufpassen muss, sind hier die Haie und dieser ganz große, den es gibt. Weil wenn der hinter dir herkommt, dann hat man wirklich ein Problem. Ja, ein technisches Problem kriegt man dann. Kann man wirklich so sagen. Macht auf jeden Fall Laune. Und wir sind auch, glaube ich, ein bisschen schneller mit dem Motorboot. Aber das muss ich dann gucken, ob ich das finde. Oder was das kostet, besser gesagt. Aber erstmal Taucheranzug jetzt. Ein bisschen Metall holen müssen wir auch noch. Aber das geht ja ruckelizuck. Das ist ja nicht das Ding. Ich glaube, in unserer Höhle ist sowieso genug Metall gerade über. Oder sollte wieder Metall sein. Kann man das nämlich auch gleich mitnehmen. Würde ich sagen. So, die Perlen bringen wir weg. Legen wir uns direkt in den Fabrikator, weil wir die sowieso benötigen. Hast du Hunger? Dann ist alles gut. Und das Holz, was ich gehackt habe, kann ich auch mit reinlegen, weil das werden wir auch benötigen. Können wir schon irgendwie ein Teil bauen oder so? Nein, da brauchen wir Zitrin. Haben wir Leder, haben wir auch. Ein bisschen Metall benötigen wir. Ja, aber ist eigentlich alles im grünen Bereich, wenn wir ganz ehrlich sind. So, jetzt gehen wir nochmal gerade ein bisschen Metall farmen, solange es noch hell ist. Und dann machen wir uns den Taucheranzug. Ach, ich wollte gucken, was das Boot kostet, ne? Das können wir jetzt aber auch nochmal machen. Bitte lass noch. Ja, aber hier sollte locker Material sein, sage ich ja. Weil ich ja immer den Server ein bisschen laufen lasse. Was manchmal ein Nachteil ist, ja, ich weiß, aber es geht um Motorboot da. 1200 Meter. Leck mich am Arsch. Alter, haben die einer da mehr, Müllmann. 1200 Metall. Ja, nee. Würde ich eigentlich gar nicht so großartig was zu sagen, ne? 1200 Metall, Alter. Leck mich an die Füße. Ich muss 3000 Metall farmen oder so. Kann doch nicht sein. Ah, warum ist denn das so teuer? Manchmal frage ich mich wirklich, wie die Leute das so machen auf einfach. Also ich hätte da heute keine Lust mehr zu. Und ich bin wirklich schon ein sehr geduldiger Mensch, was mit Farmen und dies und jenes zu tun hat. Merkt man ja, also ich bin wirklich derjenige bei uns mit Kabi zusammen, der gerne farmen geht. Weil ich da absolut keine Probleme mit habe, mich dahin zu stellen, ein bisschen Stein zu kloppen. Ich finde, man hat ja auch im Endeffekt immer was zu tun, ja? Es kommen Tiere, die musst du dann wieder töten und hier und da, also keine Ahnung. Also ich finde Farmen gehen eigentlich ziemlich nice. Das ist zum Beispiel wie in WoW, bin ich auch jemand, der auch gerne Farmen geht, oder bei uns früher Spawny, Alter, der hat die ganze Gilde versorgt mit Materialien einfach. Also das muss man schon sagen, also das macht schon einfach Laune, da liegt es auch einfach daran, wenn man älter wird, hat man mehr Geduld für den ganzen Kram. Keine Ahnung. Könnte sein. Weiß ich nicht.
Das ist echt eine Sache, wo ich wirklich sagen muss, kann ich nicht mal sagen. Wir fliegen jetzt erstmal ein bisschen Metall holen. Dicker, dich stelle ich immer sehr toll hin, ne? So. Dann hauen wir das da rein. Deine. Weg. Mach da jetzt erstmal einiges rein. Und dann mache ich das erst an. Ja, dass wir am Anfang gesagt haben, oh, Steinefarm ist so beschissen. Und wir anderthalb Kisten voll haben, einfach nur mit Steine, dadurch, dass ich Metallfarmen gehe. Naja. Ich sage euch erstmal wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen. Tschüss.